Wir beginnen die Klippen mit Level 6.1 in klebriger Mission. Und in diesem Level gibt es einige Sachen, die mir an den, die uns schon mal zeigen, was mir an den Klippen nicht so gut gefällt. Es gibt auch einige Stellen in den Klippen, die mir gut gefallen, aber es ist so eine halbe Welt, also viele Sachen. Ihr seht schon, es ist so ein, hat so einen historischen, prähistorischen Effekt, meine ich. Prähistorisches Setting mit Skeletten und so weiter und so fort. Und ihr seht Schlamm. Viel Schlamm und so Plattformen, die im Schlamm runtersinken. Das werden wir einige Male sehen. Und das Manövrieren auf diesen Plattformen ist echt schlimm. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja nicht besonders gut in sowas. Und deswegen freue ich mich da nicht so besonders drauf. Auf jeden Fall haben wir da schon mal das K. Anschließend besiegen wir mal die beiden, damit sie uns nicht nerven. Und tilten das Ganze nach rechts, um uns hier ans Gras hangeln zu können. Und das erste Puzzleteil gehört uns. Und wir können unseren Weg fortsetzen. Diese Cheaten hier fahren immer nach oben, wenn ihr euch ihnen nähert. Sie brauchen zwei Treffer, um zu sterben. So, hier haben wir schon eine das erste Mal eine etwas nervige Sequenz mit diesen bewegenden Plattformen. Ihr seht, sie bewegen sich mal langsam, mal schnell und man kann das nie ganz vorhersehen, ob sie sich langsam oder schnell bewegen. Das macht das Ganze ein bisschen nervig. So. Und man hat oft einfach keine Möglichkeit, irgendwo hinzuspringen. Aber naja. Oh, sehr gut. Direkt den ersten Treffer eingesteckt. Oh, komm. So. Ja, hier haben wir auch wieder ein bisschen... Oh, ihr habt's gesehen, ich habe da echt Probleme. Ups. Okay, das ist jetzt interessant. Ihr seht, Donkey hat ein Herz verloren und Diddy eins. Das liegt daran, dass ich einen Treffer gekriegt habe, als ich Diddy noch nicht hatte. Und dann kam Diddy erst dazu. Das habe ich auch nicht oft. Besser gesagt, das hatte ich noch nie. Naja. Hier gilt es wieder, vorsichtig ein bisschen zu sein mit dem Springen. Vor allem, wenn da dieses Skelett sind. Skelett ist. Und ja, ihr könnt euch da Münzen holen, aber weitere Preise gibt es da erstmal nicht. Oh oh. So. Ich meine... Ich schieße mich mal rüber, aber ich meine... Ja, ja, wir müssen nämlich erst auf die Seite. Und ihr seht, Schlamm. Wir können im Schlamm landen. Wir gehen unter. Lasst euch nicht zu weit untergehen. Und wenn ihr mit Schlamm seid, seid ihr langsamer. Insofern passt da ein bisschen auf. Und es gibt 9 Puzzleteile. Ich meine, ich habe schon eins übersehen. Ich bin mir auch nicht sicher. So. Anschließend machen wir, begeben wir uns hier ganz nach rechts und verlieren Diddy. Alles klar. Das wird mir gleich nicht so gut, das wird mir gleich nicht gut tun, dass ich keinen Diddy habe, denn ich bin tot. Okay, so geht's auch. So, da sind wir nämlich. Wir haben hier oben ein Fass, weil ich glaube nicht, dass wir das brauchen in irgendeiner Form. Deswegen benutzen wir uns einfach mal, um den Typ zu töten da. Und jetzt kommt hier so eine Sprungpassage mit dem Schlamm, der echt, die echt kacke ist. Man muss genau abpassen. So, ich warte noch eine ab. Moment. Genau, hier haben wir nämlich sehr schön, können wir uns hier das erste ein Puzzleteil holen, was im Qualm versteckt ist. Und dann springen wir wieder hier rüber, denn es ist, gibt keine Möglichkeit, von da irgendwie nach oben zu kommen. Ihr seht, man muss diese kleinen Plattformen hier benutzen, um nach oben zu kommen. Und das ist nicht immer einfach. Hier finden wir ein weiteres Puzzleteil im Löwenzahn. Und dann schießen wir uns hier rüber. Und töten das Vieh hier. Ich bin hier ein Herz, ja, das hilft mir jetzt auch nicht besonders viel. Anschließend holen wir uns hier das N und landen wieder sicher auf der Plattform und können dann unseren Weg hier fortsetzen. Was ich am Canyon mag, ist die Atmosphäre an sich. Die Musik ist ziemlich cool. Und ja. So, wenn wir hier angekommen sind, wollen wir einen Rollsprung nach hinten machen. Und dann können wir uns hier nach hinten schießen und uns ein Puzzleteil holen. Anschließend seht ihr vielleicht da oben rechts in der Ecke ein Zebra, was ganz schön
witzig, guckt, wir springen einfach mal dahin, wo das Zebra ist und geraten in einen Bonus-Level. Und voilà. Okay, also. Sehr gut. Haben wir das auch. Das freut mich sehr. Damit fehlen uns nur noch 3 Puzzleteile. Alles klar. Sollten wir eigentlich kriegen. Gut. Dieser Sprungabschnitt. Dieser Sprungabschnitt ist sehr schlimm. Und es würde mich nicht wundern, das kündige ich jetzt hiermit an, wenn ich hier einige Male draufgehen würde. Als erstes müssen wir uns hier irgendwie das G organisieren. Anschließend habt ihr vielleicht schon gesehen, dass hier ein Puzzleteil auf uns wartet. Aber, naja, da hatte ich jetzt keine Möglichkeit. So, okay, nochmal hier links und rechts und links, okay. Die fliegen ziemlich schnell, verdammt. So, jetzt sind wir erstmal hier drüben. Das ist... gut. Aber ich wurde getroffen, egal. So, ihr seht da diesen Kaktus, der da auf dieser Plattform ist. Wir springen rüber, schlagen ihn kaputt und springen wieder zurück. Und holen uns das nächste Puzzleteil. Huh! Und dann schießen wir nach oben. Und das nächste Puzzleteil ist gut versteckt. Seht ihr's? Seht ihr's? Ich find's sehr gut versteckt. Es ist nämlich tatsächlich auf, hier oben, hinter der Lebensanzeige. Und ohne weitere Umschweife springen wir hier hin und holen uns ein Leben. Dieses Level hat mich mehrere Versuche jetzt gekostet und ich hatte schon ein paar Raster, ein paar kleinere, nicht weiter nennenswerte, aber dennoch war das nicht gerade schön, was hier passiert ist. Damit haben wir einen sehr nervigen Abschnitt überstanden. Das ist natürlich sehr erfreulich. Beim nächsten Mal geht es also ins zweite Level auf antiken Pfaden.